Hallo zusammen und herzlich willkommen zum nächsten großen Vlog. Und ja, ich würde sagen, ich lege einfach mal los. Es gibt mehrere große Themen, die ich jetzt ansprechen möchte, die ich eigentlich ungern anspreche, aber es muss halt leider einfach gemacht werden. Und ich wollte das Ganze einfach dieses Mal ein bisschen kürzer halten, damit das nicht immer so ewig lange Vlogs werden. Deswegen lege ich jetzt einfach direkt los mit dem ersten Thema. Und zwar ist das, dass Minecraft Paradise beendet wurde. Es wird also keine Minecraft Paradise Videos mehr geben. Es gab ja eigentlich auch in letzter Zeit kaum noch welche. Dementsprechend wird das wahrscheinlich kaum jemandem auffallen. Aber ich habe mich vor ein paar Tagen mit Captain Lucky beraten, mehr oder weniger. Da wir beiden halt irgendwie so ein bisschen die einzigen waren, die sich noch ein bisschen um das Projekt gekümmert haben. Und wir haben aber festgestellt, dass das Projekt einfach nur noch Geld frisst. Es hat sich jetzt 2 Monate lang nichts auf dem Server getan, wirklich absolut gar nichts. Nachdem Hackmi versucht hatte, das Projekt zu retten, indem er sein DCE, also sein Community-Experiment und diese Quests mit in das Projekt reingenommen hat, ist halt nochmal so ein bisschen was passiert. Wir haben halt Xonix dazu bekommen. Kurze Zeit später haben wir, glaube ich, noch einen Freund von Xonix dazu bekommen. Aber das waren halt so 2 Tage, wo sich mal wieder ein bisschen was getan hat. Und dann war es das auch schon wieder. Und das ist jetzt, glaube ich, schon knapp 2 Monate her. Es tut sich einfach nichts mehr. Wir haben jetzt 2 Monate lang den Server bezahlt für nichts. Einfach nur dafür, dass der Server existiert. Und das finden wir einfach unnötig. Warum sollten wir einen Server noch aufrechterhalten, der im Endeffekt nur kostet und uns nichts mehr bringt, weil einfach keiner mehr da ist? Zu dem Paradise-Projekt selber und warum das Ganze jetzt so ein bisschen im Sande verlaufen ist, werde ich auch nochmal ein spezielles Video machen, in dem ich das Ganze halt nochmal genauer erkläre, damit ich jetzt hier nicht wieder so ausschweifen muss. Paradise ist beendet, der Server existiert nicht mehr. So viel erstmal dazu. Dann wäre es im Endeffekt so, dass Legend das einzige Minecraft-Projekt ist, was ich noch bei mir auf dem Kanal bringe. Wobei ich sagen muss, dass ich Legend wahrscheinlich auch nicht mehr so lange bringen werde. Einfach weil mir Legend, so wie es im Moment ist, nicht mehr gefällt. Und ich der Meinung bin, dass Legend auch wahrscheinlich nicht mehr lange existieren wird. Es ist zu einem reinen PvP-Projekt geworden. Roleplay-mäßig läuft da irgendwie gar nichts mehr. Die Heiligtümer sind jetzt gebaut worden. Wobei ich die Sache mit den Heiligtümern auch ganz furchtbar fand. Weil wir einfach von allen dazu genötigt wurden, an diesem bescheuerten Heiligtum zu helfen und nichts anderes mehr tun durften. Wir durften nicht zu den Außenposten, wir durften nicht mehr in die Farmwelten, um da irgendwie Rüstung oder sowas zu farmen oder überhaupt um uns selber auch Ressourcen zu farmen, sondern das Einzige, was wir farmen durften, waren Sachen fürs Heiligtum. Wo ich mir dann auch so dachte, das ganze Projekt dreht sich um eine Sache und jeder wird dazu genötigt, damit zu helfen. Und es hat keinen Spaß mehr gemacht. Es hat absolut keinen Spaß mehr gemacht. Ich habe dann auch teilweise, man hat, soweit ich weiß, die Regelung, dass man ohne Anmeldung 7 Tage lang vom Server wegbleiben darf. Wenn es mehr als 7 Tage sind, dann muss man sich bei den GMs melden und muss sagen, hier hört mal, ich weiß nicht, fahre gerade 2 Wochen in Urlaub, ich werde wahrscheinlich länger nicht da sein. Ich habe diese 7 Tage bis zum letzten ausgenutzt, bin dann immer mal kurz auf dem Server, um zu zeigen, ja hallo, ich lebe noch. Und bin dann auch schon wieder runter, weil ich einfach keinen Bock mehr darauf hatte. Das Einzige, was mich daran jetzt noch ein bisschen reizt, sind diese Nexus-Schlachten. Die sind ganz cool. Die machen mir auch noch wahnsinnig Spaß. Jetzt sind die Heiligtümer fertig. Jetzt könnte ich im Prinzip auch wieder ganz normal weitermachen. Ich würde auch ganz gerne meinen Baum da noch fertig bauen. Davon habe ich noch gar nichts gezeigt. Davon, wie ich den Baum baue. Und ich glaube, den würde ich jetzt ganz gerne noch fertig machen. Und wenn der fertig ist, dann werde ich wahrscheinlich aber auch Legend beenden. Also ich habe da wirklich im Moment richtig... Ich habe da keinen Bock mehr drauf. Und dann wird es wahrscheinlich auch überhaupt gar kein Minecraft-Projekt mehr auf meinem Kanal geben, was ich allerdings auch nicht schlecht finde. Denn ich wollte ursprünglich ja gar kein Minecraft auf meinem Kanal bringen. Ich wollte, dass mein Kanal so ein Rollenspielkanal wird und ein Kanal, der nur das zeigt, was auch wirklich mir persönlich am meisten Spaß macht. Jetzt ist natürlich so eine Phase gewesen, wo mir Minecraft wahnsinnig viel Spaß gemacht hat und wo Captain Lucky mich halt angesprochen hat, möchtest du nicht bei Paradise mitmachen? Klar, habe ich dann gemacht, ist kein Thema, hat auch richtig Spaß gemacht. Aber im Moment habe ich einfach die Nase voll von Minecraft und ich würde sagen, ich gehe dann so ein bisschen back to the basics, ich mache wieder Perfect World weiter
Ich mache wieder Neverwinter weiter. Ich mache Dark Project vor allem weiter, weil das nun mal ein Projekt ist, was mir sehr, sehr am Herzen liegt und was ich unglaublich toll finde und was ich auch auf jeden Fall sehr gerne weitermachen möchte. Das waren jetzt aber quasi so die zwei großen Sachen, die ich ansprechen wollte. Das war eigentlich nur eine, ist egal. Ich hatte angesprochen, dass ich diese Woche, da ich Urlaub habe, zur Kieler Woche fahren werde. Das funktioniert leider nicht aus privaten, persönlichen Gründen, die ich hier nicht mit weiter erläutern möchte. Und dementsprechend wird diese Woche von mir viel kommen. Ich habe ordentlich vorproduziert eigentlich für diese Woche, weil ich wusste, ich bin eine ganze Woche nicht da. Und dementsprechend wird eine Woche kein Video kommen. Das wollte ich vermeiden, deswegen habe ich vorproduziert. So, jetzt kann ich aber die gesamte Woche noch weiter produzieren. Das heißt, es werden täglich wahrscheinlich mindestens zwei Videos von mir kommen, wenn nicht sogar ein bisschen mehr. Dementsprechend könnt ihr euch darauf freuen, dass ganz, ganz viel Content von mir kommt. Und ja, mal eine etwas positivere Sache, nachdem ich ja jetzt so ein bisschen Negatives angesprochen hatte. Ne? Und das Letzte, was ich noch kurz ansprechen wollte, ist der Thief-Stream, den ich ja schon öfter jetzt angesprochen hatte und auf den ich auch immer wieder angesprochen werde. Man hat einmal was erwähnt und dann wird man darauf festgenagelt und jeder ist der Meinung, man muss das jetzt sofort machen. Nein, es geht einfach nicht. Problem, ich hatte eigentlich gehofft, dass ich die Zeit und das Geld finde, mir einen zweiten Monitor anzuschaffen. Einfach, weil ich Bock drauf habe? Nein, Quatsch. Weil ich gerne einen zweiten Monitor haben möchte, um auf dem einen dann halt das Spiel zu spielen, auf dem anderen den Chat von Twitch verfolgen zu können. Ich wollte mir jetzt aber nicht nur für den Stream einen zweiten Monitor anschaffen. Dementsprechend wollte ich warten, bis es quasi notwendig werden würde, dass ich einen zweiten bekomme. Jetzt habe ich von Lucky dieses Overwolf, nennt sich das so, dieses Programm erklärt bekommen, mit dem man leichter streamen kann, sozusagen. Hat mir dann versucht, so ein bisschen zu erklären, wie das Ganze funktionieren würde, was es da alles so für Möglichkeiten gibt. Problem ist, ich habe es nicht gecheckt. Und ich check's auch bis jetzt nicht. Und ich bräuchte wirklich jemanden, der mir das vor Ort erklären kann, der mir das vor Ort zeigen kann, damit ich das auch wirklich richtig verstehe. Das Problem ist, so jemanden habe ich nicht. Ich müsste dementsprechend versuchen, einen Teststream zu machen, indem ich diese ganzen Funktionen ausprobiere und gucke, welche Funktionen passen zu mir am besten, welche sind jetzt vielleicht eher nicht so doll und welche lasse ich einfach weg und welche verstehe ich noch nicht, müsste ich nochmal erklärt bekommen. So ein Teststream ist allerdings schwierig. Ich will versuchen, das diese Woche noch irgendwie hinzubekommen, weil ich ja jetzt nun mal diese Woche Urlaub und viel Zeit habe. Dementsprechend würde sich das ja anbieten, dass ich in dieser Woche dann versuche, das Ganze so zu regeln, dass ich streamen kann. Und dann eventuell auch, wenn ich arbeiten muss, hin und wieder so einen Stream bringen kann. Es ist natürlich schwierig, dadurch, dass ich den gesamten Juli nur 4 freie Tage habe, ist es wahnsinnig schwierig für mich, dann irgendwas an Streams zu bringen. Diese 4 freien Tage werde ich einfach brauchen, um mich zu erholen. Weil ihr könnt euch das vorstellen, 28 Tage. Mit 4 freien Tagen dazwischen. Ich meine 13, 31, prinzipiell sind es 30 Tage, die man durcharbeitet mit 4 freien Tagen dazwischen, weil ich jetzt 2 Wochenenden dann frei habe. Und diese 2 Wochenenden brauche ich aber auch wirklich dann zur Erholung. Das geht einfach nicht, dass ich dann da irgendwie mich hinsetze und 5 Stunden lang streame. Das funktioniert nicht. Ich hatte überlegt, ob ich jemanden rekrutieren soll, der quasi mein Moderator wird. Der mit mir irgendwie über TS oder über Skype quatschen kann, während ich spiele, also während ich Thief spiele und streame, und der mir dann quasi den Chat immer vorlesen kann. Habe ich jetzt von Lucky dann aber gesagt bekommen, macht ein bisschen die Atmosphäre vom Spiel kaputt. Ist richtig, ist vollkommen normal. Also, ne? Thief lebt davon, dass man die Atmosphäre lebt. Und das würde nicht funktionieren, wenn mir ständig da jemand reinquatscht. Dementsprechend werde ich versuchen, jetzt irgendwann so einen Teststream zu machen. Boah, das ist voll schwer zu sagen. Teststream zu machen. Dann mal schauen, wie es läuft. Ich hoffe, es funktioniert. Ich hoffe, es funktioniert auch, dass ich jetzt dann irgendwann mal richtig streamen kann. Mann, ich habe es schon so oft und so lange angekündigt und irgendwie funktioniert es nie. Ist blöd. So viel zu meinem kurzen Vlog, der jetzt schon wieder 11 Minuten geht. Ich fasse es nicht. Ich werde das Ganze ja noch ein bisschen zusammenschneiden. Vielleicht werde ich auch wieder irgendwelche Outtakes rauspacken mit irgendwas, wo ich ausgeschwiffen bin und wieder viel zu weit ausgeholt habe. Da werde ich dann wahrscheinlich so ein bisschen was zusammenschneiden. Gucken wir mal. Jedenfalls bedanke ich mich schon mal fürs Zuschauen. Wenn ihr zu irgendeinem der Themen irgendwelche Anregungen, irgendwelche Kommentare habt, schreibt die mir hier unten rein. Ist überhaupt kein Thema. Alle Themen und alle wichtigen Infos zu den Themen findet ihr auf jeden Fall auch nochmal unten in der Videobeschreibung. Falls ihr nicht zu faul seid, da reinzugucken und da mal ganz kurz draufklicken möchtet,
Für alle, die nicht so lesefaul sind, könnt ihr euch da unten gerne mal ein bisschen informieren. Dann würde ich sagen, danke, danke, dass ihr mir jetzt die 12 Minuten lang zugeschaut habt und das Ganze hier in meinem Gelaber durchgehalten habt. Es sind ja durchaus auch relativ wichtige Themen gewesen, die ich jetzt hier angesprochen habe. Das wird sich alles auf jeden Fall noch ergeben. Ich werde zu den einzelnen Themen auch wahrscheinlich nochmal einzelne Videos machen, nur dass ihr jetzt schon mal so einen groben Überblick habt über die Themen und so weiter und so fort. Ja, wie gesagt, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch einigermaßen gefallen. Anregungen in die Kommentare. Däumchen nach oben, würde mich mega freuen. Und ansonsten würde ich sagen, sehen wir uns auf jeden Fall in den nächsten Videos. Bis dahin, ciao! Was wir dann jetzt erstmal... Dein Ernst? Selbst in meinen Vlogs gibt es Facebook. Ah, ich wette, ich kriege zu viel. Dementsprechend werde ich versuchen, irgendwann so einen Teststream... Hallo? Mein Gott, Kamera rastet aus. So viel dazu. Jetzt bin ich schon wieder bei 6 Minuten. Ach, verdammt nochmal. Ja, wo ist das Häkchen? Ah, nochmal. Meine Maus ist weg. Nein, kann ich nicht bannen. Und vor allem habe ich an jemanden gedacht, der dann definitiv auch... gehen wir nicht näher drauf ein. Nein, ist egal.